So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Eurotruck. Ja, weil ich gerade im LKW sitze. Farming Simulator 22, jawohl. Wollte gerade Eurotruck sagen, aber naja. Müsste man eigentlich immer wieder spielen. Naja, weil ich gerade im LKW saß. Passiert. So, ich glaube 28.000 Liter waren noch drin. Jo, da können wir uns den Rest noch bei den Schweinen holen. So, jetzt ist die Kühle alle. Kommen wir mal zu den Schweinen. Wir haben ja nicht viel drin, also müsste gar nicht so viel dazukommen. So, bei den Hühnern ist auch noch keine Fortschritt weiter. Ist da vielleicht noch ein paar mehr kaufen? Könnte sein. Ach, ich bin vorbeigefahren. Ach. Nicht so weit. So. Jetzt will ich mal gucken. Bei den Kuhn. Ja, du bist auch so eine Kuhn. Bei den Kühen, alles okay. Warum produzieren die jetzt schon wieder nicht? Was fehlt denn? Mischfutter. Ah ja, vielleicht kann ich jetzt Mischfutter reinfahren. Ja, können wir mal ausprobieren. Du musst ja jede gut einzeln. Ach, stimmt. Hier muss der. Stimmt. Die haben ja. Verschiedenes Alter, ne? Dann habe ich ja verschiedene. Aber am Futter ändert sich ja nichts. Es ändert sich ja nur an der Produktion. Wieso mit 29 Monaten macht die nicht mehr? Soll ich die dann schlachten? Da geht's noch. Ach, Reproduktion ist. Ach so. Ja, jetzt habe ich verstanden. Alles klar. Wieso verstehe ich das jetzt? Also, ich spiele das schon eine ganze Weile. Okay, gut. Ja. Die ist schwanger. Oder wird schwanger. Und kriegt ein Kind. Gut. Hühner. Wow. Warum ist der Hahn? Rot. Gesundheit. So. So. 100% so alt oder was? Sollen wir den austauschen? Ja, dass der keine Eier legt, das ist mir schon klar. Wieso ist denn das die Rotgesundheit? Ja? Weil die haben doch alles drin, ne? Beide ist drin. Alles 100%. Nee, was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Eine. Verstehe ich jetzt hier mit denen, aber Gesundheit verstehe ich. Ah nee, da ist sogar noch 3000 Liter Kühle drin, aber die holen wir uns jetzt nicht. Die 3000 Liter brauchen wir jetzt nicht. Wir verkaufen die jetzt nochmal schnell. Dann gehen wir den Hänger zurück. Oder den Tank, wie man es nimmt. Dann würde ich sagen, ach ja, Rüben. Ich weiß nicht, ob wir Rüben verkaufen können. Ist da irgendwie jetzt der Preis? Rüben, Rüben. Ich glaube, da hat schon noch nicht geändert. Die, da ist sogar gefallen. Machen wir mal höher. Also, ja. Ein Lager. Oder eine Schweinefutteranlage. Weil das können wir ja dann auch noch verkaufen. Wenn wir genug davon haben, können wir das ja auch noch verkaufen. Unsere Schweinefutter. Ach, Mineralfutter, genau.
wollte ich ja auch noch mal bei der Kühe versuchen. Und ja, so viele Dinge. Wollte eigentlich mal das Fahrsilo leer machen, dass wir auch mal so ein, ja, Verdichter mal ausprobieren. Weil ich mir mal so einen Verdichter ausprobieren für das Fahrsilo. Jo. Müssen wir das erstmal leer machen, neues Gras reinfahren. Gras müssten wir eigentlich ja ein bisschen was haben. Wenn nicht, dann ja, kriegen wir noch welches. Aber so einen Verdichter würde ich gerne mal ausprobieren. Ob der besser ist, als wenn wir da mit dem Radlader drüber fahren. Oder mit dem Trecker halt. Ich denke mal schon, dass der besser ist. Aber sowas braucht man eigentlich auch nicht zu kaufen, weil... Ja, du machst ja nicht immer das Silo. Naja. So, jetzt... So, da gehen wir gleich den Hänger zurück, da werden die Kosten billiger. So, ja, gehen wir den gleich zurück, zurückgeben, werden die Kosten billiger. Brauchen wir, ja, genau. Haben wir bloß, ach ne, 13, das ist gut. Hier drüben wächst auch schon wieder das Gras, also von daher. Also mit den Zuckerrüben haben wir zu viel gemacht, finde ich. Wenn gut, man kann es immer gebrauchen. Im Notfall kann man das ja dann, wenn es doch mal schmerzt, verkaufen. Aber das ist echt viel. Wasch mal haben. So, jetzt werden wir das noch mal mit dem Mischfutter probieren. Die jetzt ordentlich annehmen oder auch nicht. Dann nehmen wir den kleinen Hänger. Den hier. Ist doch für die Kühe, oder? Mischfutterration. Auch nicht doch. Muss ich bloß wieder suchen hier? Nee, das nicht. Doch, Mischfutterration brauche ich doch für die Kühe, oder? Moment. Mal. Ah, Futter hier hin. Mineralfutter. Mineralfutter brauche ich. Futteration ist ja das mit der Silage. Genau. Genau. Oder war das doch das? Nee, jetzt war Mineralfutter.
Das war's. Ach, bei der Kühe. Ach nee, dahin. Oder dahin. Nee, dahin. Guck mal, entweder dahin. Wir können erstmal durchfahren. Was ist denn eigentlich das da? Hier kann ich Tiere kaufen. Das hier. Hier kann ich Mist abholen, oder? Will ich mal hier reingucken? Nee. Ach nee, Stroh liegt ich hier, glaube ich, ab, oder? Nee, was ist denn das? Warte mal. Da kann ich doch was abholen. So. Ja, drück. Kann man was abholen? Oh, ja. Ach, die Tiere, oder? Hier kaufe ich die. Hier. Ja. Da kann ich sie abholen. Ich gehe mal davon aus, ja. Da kann ich auch was abholen. Oder es ist wirklich Mist. Dass man gar nicht das Ding da gebraucht hätte. Also das brauche ich hier nicht empfangen. Okay. Es passt ganz schön was rein. Es hat wahrscheinlich an der Gülle gelegen. Geh mal davon aus, dass es an der Gülle gelegen hat. Das ist jetzt auf immer ein Eheschwein. Ja. Steht aber immer noch nicht drin. Ich wollte hat sie. Das haut da doch nicht hin. Mischföderation ist nicht drin. Aber das läuft doch. Ich habe doch. Oder wird das gar nicht angezeigt, weil das automatisch geht? Ist so, regelt mal jetzt wieder reinfahren. Nee, steig mal aus. Garage ist noch genug. Kann das sein, dass das nicht angezeigt wird hier, die Mischföderation? Weil das selber produziert. Ja, was ich meine. Weil wir haben ja, wo ist es hin? Auf der Seite. Wir haben ja unsere Mischfutter-Dingsbums selber, ne? Macht er ja alles selber. So. Kann das sein, dass es dadurch nicht angezeigt wird? Ich weiß es. So, auf jeden Fall auch davon noch mal eine Ladung. Mal auch mal das hier kriegen. Oder kann man da Mischfutteration reinfahren? Ich weiß es nicht. So, mal gucken. Die Weizen will ich nicht kaufen. Mineraldünger nicht, Mist nicht, Steine nicht, Schweinefutter nicht, Streusalz nicht, Schnee. Ich kaufe doch keinen Schnee. Bin froh, wenn ich keinen Schnee habe.
Mischfutterration. Aber ich werde das gerne mal ausprobieren, ob man das den füttern kann. Aber ich will erstmal das Mineralfutter haben. Wir können uns ja dann noch mal so eine Ladung Mischfutterration mal holen und dann mal sehen, ob das geht. Vielleicht geht's. Nee, das Mineraltünger. Ach, man kann hier kein Mischfutter kaufen. Okay. Ja gut, dann probieren wir das mal mit. Einpacken kann man das alle mal und verkaufen dann auch wieder. Mischfutterration. Ich will jetzt mal eine Ladung kaufen. Was zwar wieder dann Geld, aber naja. Fahren wir erstmal durch. Eigentlich brauchen wir es ja nicht, ne? So, wir haben ja unsere eigene Anlage. Ja. Doch! Quatsch! Quatsch jetzt! War nicht viel. Ja, ich glaube, das zeigt jetzt auch wieder 0 an. Ja, genau. Nee, doch nicht. Guck mal. Aha. Das macht es doch selber. Verstehe ich nicht. Da muss man doch ein bisschen reinfahren. Gucken wir, ob man das hier noch abliefern kann, aber glaube ich eher weniger. Nee, also hier nicht. Gut. Da packen wir es erstmal rein. Müssen wir wohl doch noch mal einen Gabelstapler rüberfahren. Wächst Mischfutter, also nicht Mischfutter, sondern Mineralfutter. Jo, sieht danach aus. Aber ich würde sagen, er kann ja mal runterfahren. Ich könnte man eigentlich hier schon mal Silage abfahren. Habt ihr von alleine? Ja. Aufdecken. Das war er, ne? Ne? Achso, das deckt schon alleine. So, und zwar brauchen wir das hier. Nein. Nein, falsche Richtung. Okay. Ja, ich habe die lieber auseinander, Leute. Ja, das habe ich aber glaube ich schon mal erklärt. Lieber auseinander habe. Ich will nicht ankuppeln. Häng fest. So. Hey, warte mal, ich muss aussteigen. Reinstecken. Lift. Okay. So. Könnte ich eigentlich auch einen großen nehmen. Oder kleine reicht da schon mal. So, Zuckerrüben, genau. Moment. Oh Gott, Zuckerrüben, hier. Da einsteigen, bitte. So.
Oh, riesiges Feld eigentlich noch. Riesiges Feld. Wir haben auch noch eine ganze Weile zu tun. Aber ich würde sagen, ja, nee, noch nicht. Wollte ich nicht noch euch was euch wo reinfahren? Heu, Gras. Weiß ich nicht. Ich glaube, bei der Rinder wollte ich noch ein bisschen Heu reinfahren. Gras. Schmeißen wir hier noch was rein. Ja, den Rest, den werden wir erstmal lachen, bis die Preise wieder okay sind. So ordentlich wieder Kohle verdient. Warum ist es aufgehört? Hä? Hat es denn aufgehört? Ach, ich habe da nicht B gedrückt, ne? Da muss ich da jetzt drin sitzen oder was? Das? War doch noch nie, dass ich drinnen sitzen bleiben musste. Hä? Seit wann ist denn das? Das sieht ja auch schon mal gut aus, aber warum? Man weiß es. Also bei 16 war das nicht so. Boah, falsche Seite. Ach, ich Drecker. Oh, hier ist auch langsam Mist drinne. Doch, funktioniert. Na, schön. Ach, der Kommtank ist wieder voll. Ja. Das ist trotzdem weiter. Das hört doch mal auf.
Oder wir müssten es doch mal angucken. Ne? Ich wollte ja eigentlich stehen. Ne? Doch, ne? Oder doch mal ankuppeln. Ja, mal probieren. Wie ist dann das Frauverhalten? Man weiß es nicht. Ja, da kuppeln uns halt an. So. Na, mach. So, aber dann läuft's durch, ne? Ja. Häng fest. Nee, es hat schon mal aufgehört. So, ihr Lieben. Somit beende ich diese Folge. Somit bedanke ich mich für eure Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch und tschüss. Und viel Spaß auf meinem Kanal.